Und das ist meine Seven vs. Wild Bewerbung. Ich habe hier meinen Kescher. Ich habe tatsächlich was gefangen. Hau ab! Ich hätte dem Bär meinen Fisch überlassen sollen. Oh. Mein Name ist Annika und das ist meine Seven vs. Wild Bewerbung. Ich möchte die Wildcard haben und möchte euch in diesem Video mit auf den Overnighter nehmen, wo meine Challenge darin besteht, das allererste Mal einen Fisch mit einem Kescher zu fangen. Und möchte euch vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen mitnehmen, wer ich bin und was ich denn dabei habe. In der Flasche befinden sich ein Zipbeutel, Panzertape, Paracord, Feuerstahl, Messer, Uropax, ein Tarponcho. Leider reicht die Zeit jetzt hier nicht, meine Erfahrungen und Ideen mit euch zu teilen. Das werde ich im Extra-Video nochmal hochladen und mache jetzt mit meiner Vorstellung und der Tageschallenge weiter. Ich bin 39 Jahre alt und was ihr hier hinter mir seht, ist die schöne Natur in meiner Heimat Thüringen. Ich habe die letzten Jahre in Berlin gearbeitet und habe gemerkt, ich muss halt einfach unbedingt mehr raus, mehr in die Natur. Das bekommt mir einfach nicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch zu setzen. Ich habe letztes Jahr meinen Job in Berlin gekündigt und bin dann erstmal auf eine ewig lange Wanderung gegangen von Berlin zum Gardasee. Und zwar ist mein absoluter Lebenstraum, einmal von Mexiko nach Kanada zu wandern, den PCT. Ich bin aber ein sehr ängstlicher und auch sehr vorsichtiger Mensch. Ich muss mich immer an so eine Sache halt auch sehr, sehr erstmal mich einarbeiten, bevor ich diesen Sprung ins kalte Wasser wage. Und deswegen finde ich das so wunderbar jetzt mit der Seven vs. Wild dritten Staffel, dass es in Nordamerika tatsächlich stattfindet und ich diese 2 Wochen nutzen kann, um meinem Ziel dieser Fernwanderung auch wieder näher zu kommen. Ich mache auch sonst auch relativ viel Bushcraft und solche Geschichten. Bin halt auch im Winter ab und zu mal mit Tarp und Hängematte jetzt draußen gewesen oder eben auf meiner Weitwanderung zum Gardasee mit einem Zelt und habe jetzt auch ab diesem Jahr eine Ausbildung zum Outdoor-Guide. Ihr habt ja gesehen, die Flasche, die war schon ziemlich voll. Und dabei hat mir aber etwas gefehlt, was ich eigentlich unbedingt gerne haben möchte, mitnehmen möchte. Und zwar möchte ich so eine Art Fischernetz mitnehmen, was ich dann für einen Kescher umbauen kann. Also, dass ich nicht wie so ein Bär am Rand stehen muss und versuchen muss, die springenden Fische irgendwie mit der Hand zu fangen. Und dabei ist mir eine Idee gekommen. Also liebe andere Teilnehmerinnen, ich hoffe, ihr seht dieses Video, wenn ihr genommen werdet. Vielleicht nützt euch diese Idee was. Und zwar, weil das jetzt halt nicht mehr in die Flasche gepasst hat, werde ich jetzt dieses Netz zu einem Bustier funktionieren. Während ich dieses Bustier bastel, erzähle ich vielleicht noch mal so ein bisschen weiter von meinen Erfahrungen mit Amerika. Letztes Jahr war ich halt dann auch wieder da. Nachdem ich meine Tour von Berlin zum Gardasee abgeschlossen habe, bin ich dann noch in die Rocky Mountains geflogen, mit dem Plan halt da auch wieder ein paar Tage wandern zu gehen. Leider konnten wir nur einmal dann wild campieren, sonst auch noch mal auf dem Campingplatz, weil wir halt mörderisch krank geworden sind, vor allem ich. Erfahrungen mit Bären haben wir da auch sammeln dürfen. Also Bären habe ich tatsächlich auch schon öfter gesehen. Wir wissen halt, wo die Wildcampingplätze sind, ne? Und wenn man halt irgendwie einfach nur so ein Wanderer ist, der einmal eine Nacht irgendwo im Gebüsch liegt, dann kommt da vielleicht auch nicht unbedingt dann der Bär an. Aber wenn man halt, so wie wir das jetzt bei Seven vs. Wild machen würden, 2 Wochen an einem Ort sind, dann ist halt da schon die Wahrscheinlichkeit, dass dann früher oder später der Bär neben dem Shelter sitzt, schon relativ hoch. Und so haben wir es dann halt auch das letzte Mal in Amerika gehabt, dass da sollten wir unsere Lebensmittel halt in so einen Bärenschrank tun, auf so einem relativ wilden Campingplatz. Und als wir am nächsten Morgen dann zu diesem Metallschrank hingegangen sind, da war dann ein Kackhaufen am nächsten. Also da muss da irgendwie die ganze Nacht da entweder ein oder mehrere Bären da direkt da daneben gesessen haben und unser Zelt war, keine Ahnung, so
10 Meter entfernt und ich musste auch nachts auf Klo. Also ich bin da schön nachts am Bär vorbeimarschiert. Ist halt so. Gefährlicher sind halt eher, oder zumindest was die Amerikaner einen eher so ein bisschen eintrichtern, sind die Grizzlies. Ne? Also bei Schwarzbären, die sind halt vor allem neugierig und möchten halt dein Futter futtern. Bei den Grizzlies ist es teilweise dann noch mal ein bisschen eine andere Sache und sollte man dann schon wirklich aufpassen. So, ich habe hier jetzt mein Bustier, so, ne? Also wenn ich genommen werde, könnt ihr jetzt jeder denken, so lasse ich mich jetzt aussetzen. Ich habe mir nun einen Stock gesucht mit einer Astgabel, habe die Ecken vom Netz in die Enden der Astgabel reingesteckt und in der Mitte das Ganze mit Paracord befestigt und habe nun einen wunderbaren Kescher und kann mit euch zusammen jetzt fischen gehen. Ich glaube, das kann Stunden dauern. Habe ich hier? Ich habe was, ich habe was. Ich glaube es nicht. Ah, da seht ihr das. Irgendwie ist gerade. Also ohne Scheiß. Da ist ein Bär. Das ist ein Bär. Aua! Das ist meiner! Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen, extra für diese Challenge. Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Ich hätte dem Bär meinen Fisch überlassen sollen. Ich glaube, ich bin hinüber. Ich will mit nach Kanada. Gib mir die Wildcard zu 7 vs. Wild. Ich bin dabei.